Recht herzlich willkommen zur 233. Folge von City Skylines. Ja, wir wollten die Monorail optimieren. Das war unsere Aufgabe für diese Runde. Und wir müssen natürlich erstmal finden, wo sie ist, ne? Hier hörte sie irgendwo auf. Genau, da ist sie wohl zu Ende. Oder irgendwo in der Nähe sollte sie zu Ende sein. Aber hier gab es gar keine Station, weil wir das irgendwie nicht hingekriegt haben. Kann das sein? Sie fährt nur bis hier. Und, nee, fährt man nicht mal bis hier. Hier sieht man keiner. Die Bahn geht hier lang. Hört aber hier auf. Auch cool, oder? Ja, was bauen wir dann da hinten hin? Das ist jetzt die Frage. Hier müssen wir nochmal überlegen. Welches ist denn hier die Monorail? Die war's, ne? Genau, was hatten wir denn hier? Monorail-Bahnhof. Monorail-Bahnhof muss mit anderen Monorail-Bahnhöfen verbunden sein. Ja, das ist mir schon klar. Der Bahnhof verfügt über einen Straßenabschnitt, der mit normalen Monorail-Bahnhöfen und Straßen verbunden werden kann. Verwenden Sie die Monorail-Gleise mit Bahnhöfen, um Monorail-Linien zu erstellen. Monorail-Bahnhof mit integrierter Bushaltestelle, sodass Passagiere leicht zwischen beiden Transportarten wechseln können. Und das hier war ein Knotenpunkt, der U-Bahn, Monorail und Züge miteinander verbindet. Sodass die Passagiere innerhalb des Gebäudes zwischen den Transportarten wechseln können. Ja, sehr schön. Okay. Okay, klicken Sie auf ein Gleis mit Verbundenen. Wofür ist denn das jetzt gut hier? Ja, keine Ahnung, wofür das gut sein soll, weil so eine Haltestelle brauchst du da definitiv nicht, ne? So, aber wir wollten jetzt gucken, dass wir hier nochmal versuchen zu optimieren. Die Straße geht ja bis hierhin. Und dann können wir das hier anschließen oder nicht? Das ist die Frage. Nee, so rumdrehen. So rumdrehen. Was können wir hier hinmachen? Eigentlich nur so einen mit einer Straße drunter. Also diesen. Den will der aber nicht bauen, weil. Gute Frage, ne? Was sagt denn der Berater? Nein, der bringt uns jetzt hier auch nicht weiter. Kriege ich das jetzt hier irgendwie gedreht? Nee, ne? Ich würde jetzt gerne hier so ein Ding hinbauen. Wie geht das dann? So kann ich die Karte drehen, aber nicht mein Teil. Ah, so kann ich es drehen, alles klar. Ja, das wäre jetzt dort. Das wäre dort. Kann ich aber nicht, weil wird nicht grün. Und wenn ich das jetzt nochmal drehe und dann einfach hier so hinbaue. Und dann eine Straße nehme und die dann verbinde. Wie groß ist denn das, was da drunter ist? Das ist erstmal die Frage. Ah, das war falsch. Jetzt ist natürlich auch der Punkt, ne, da ist es. R war so und wie ist das Gegenteil? F, okay. Also da zweispurig und da zweispurig. Und das gleiche passiert da wohl auch. Und das würde jetzt nicht so schön aussehen, sondern ich würde es so machen wollen. Und das geht jetzt nicht, oder was? Auch krass, oder?
So, jetzt haben wir es richtig gemacht, ne? Genau. Jetzt ist das angeschlossen. Okay, das bedeutet, hier ist erstmal gut. Und wir müssten jetzt die Linie verlängern. Von dort. Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Jetzt habe ich die linke Maustaste gedrückt, aber doch, das geht. Wunderbar. Hat wohl funktioniert, wie so, wie ich es wollte. Und fährt da auch schon hin. Geil. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ne? So, das bedeutet, die fahren jetzt bis hierhin. Das ist auch gut so. Wo ist die erste Monorail? Da hinten. Und 6 Passagiere sind da schon dran. Ne? Das ist cool. Gucken, was da passiert. Okay, die sind auch ausgestiegen. Bemannt Fahrzeuge. Passiert aber nichts. Aber wir haben letztes Mal auch die Fahrzeuge zurückgenommen, glaube ich. Hier ist einer drinne. Der schon weggefahren jetzt? Ja. Da ist noch einer drinne. So, jetzt müssen wir noch gucken. Warte, das machen wir vielleicht doch noch mal besser hier. Da sehen wir nämlich, wo eine Station ist. Also da haben wir Anschluss. Hier ist, glaube ich, auch Anschluss, oder? Hier müsste man überlegen, dass man da einen Fußweg hinmacht. Gucken wir mal, die gab es doch auch hier irgendwo, ne? Was ist das denn? Straßenzelle? Okay. Ne, hier war das gar nicht bei. Das ist ein landwirtschaftlicher Weg. Wo fand ich denn jetzt bei Deko, glaube ich, ne? Monumente? Parks und Plätze? Da war das nicht bei, ne? Ne, da gibt es Bänke und sowas. Ja. Landschaftsbau. Da gibt es sowas. Pflasterweg. So, der Pflasterweg müsste dann von hier irgendwie losgehen. Oder dadurch vielleicht. Schade, bis dahin geht's noch, ne? Jetzt hat er mir den Haus abgerissen, oder was? Aber er ist doch da richtig dran, ne? Oder ah, ja. So ist es doch cool, oder? So, und die Frage, ob sie es annehmen, ne? Gute Frage, nächste Frage, ne? Jetzt war das Haus da sowieso kaputt gemacht, ne? Dann könnte man es auch gleich schon sagen, komm, wir machen es hier. Zack. So. Das ist auf jeden Fall gebaut. Hier waren wir. Jetzt gehen wir weiter nach hier hin. So, hier ist überhaupt keine Anbindung, ne? So, wie kriegt man die Anbindung hier hin? Scheint nur nach da. Was haben wir hier für Straßen? Kleine Straßen.
die Straße kommen und den Weg kann man nicht hier rüberziehen, ne? Nee, leider nicht. Es wäre schön, hier so einen Untergang zu haben. Obwohl, warte mal. Geht das? Einmal nach unten bitte. Ja, geht ein Unterweg. Eine Unterführung unterwegs ist auch cool, ne? Also man kann es einplanen, sagen wir so. Ja. So, und jetzt wieder nach oben. Ja, mit der Steuerung ist heute etwas schwierig, ne? Und da müssen wir nochmal nach unten. Und diesen Weg nach oben bringen. Und dann den nehmen wir. Wieso geht denn da nicht dran? Das ist die Frage, ne? So. Ist ja dran, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwelche Leute hinlaufen werden. Wäre interessant zu wissen. Was hat das? Na, okay, da müssen wir erst aus dem Baumenü jetzt hier raus. Kriminalitätsrate ist zu hoch, okay. Kommt jetzt auch keiner dran, ne? Jetzt machen wir hier noch die Straße darüber. Nee, machen wir diese. Oh, das war eine Einbahnstraße, das war natürlich verkehrt. Die ist richtig und die müssen wir so abwerten oder aufwerten. So, jetzt passt's, ne? Und das ist schon mal gut. Ich sehe hier keinen einzigen Fußgänger natürlich, aber ist die Frage, ob das überhaupt animiert wird. So, Straße ist hier fertig. Wir gehen wieder hier hin, um zu sehen, wo wir weiterhin müssen. Hier ist der nächste Bahnhof. Der ist auch nicht angeschlossen, oder doch? Ne. Den könnten wir hier anschließen dann. Straße. Vierspurig. Mit einem Baum. Und das. Das. So wäre schön, ne? So, dann ist das auch angeschlossen. Da ist auch Kriminalitätsrate hoch. Machen wir wieder an, das war schon richtig. Und dann gucken wir, wo die nächste Station ist. Aber die war, glaube ich, schon angeschlossen. Ja, haben wir gemacht. Gut, das läuft dann soweit. Jetzt müssen wir mal so eine Bahn noch erwischen wieder. Da kommt gerade eine. Die hat jetzt einen Passagier dabei tatsächlich. Und Liniendetails hätte ich gerne. Und dann sehen wir eine, drei, fünf, eins, fünf, drei, drei. Das ist nicht viel, ne? Wir haben hier schon 8 Fahrzeuge. Ja, jetzt müsste man denen das schmackhafter machen. Aber wie? Mehr Beförderungsmöglichkeiten dahin, ne? Und zwar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Bushaltestelle, die hier liegt, ziehen wir jetzt mal darüber. Wenn es denn geht.
Schön wäre es, wenn wir sie wirklich da drunter kriegen. Das funktioniert aber leider nicht. So, jetzt haben wir die umgebaut. Ist schon okay so. Hier geht das auch. Das ist wohl ein Betriebshof. Haben wir hier irgendwo eine Haltestelle? Da. Ziehen wir die nach da. Passt. Da hinten ist auch noch sowas. Aber hier gibt es gar keine Buslinie, die da in der Nähe ist. Das müssen wir dann nochmal überlegen, wie wir das korrigieren. Hier ist ja auch keine, ne? Hier wäre jetzt zu überlegen. Diese ziehen wir mal nach da. Passt dann schon. Und wir haben noch hier eine Haltestelle, die tatsächlich schon benutzt wird. Aber nicht gehalten wird. Aber da haben wir jetzt eine neu gemacht sogar. So, dann müssen wir hoffen, oder wollen wir hoffen, müssen wir nicht, sondern wollen hoffen, dass dieses Meer angenommen wird. Hier fahren jetzt auch schon 10 mit. 2, 10, 6, 2, 10, 7, 1, 6. Okay, das wird schon mehr. Stehen hier oben auch schon ein paar und warten. Jetzt ist natürlich auch der Umstieg mit den Bussen dann möglich, ne? Müssen wir mal schauen. Diese große Brücke, die hatten ja so einen Riesenstau hier. Wie ist denn der jetzt geworden? Mach das mal zu. Die geht hier noch immer lang. Ja. Da hat sich nichts geändert. Das ist schlecht. Wo fahren die denn alle hin? Na, hier raus. Da staut sich das. Sehr schade. Und dann staut es sich hier auf dieser Straße. Da läuft schon, hier ist noch Stau. Und hierhin geht's und da ist dann auch der Stau. Und die fahren dann da weiter. Schwierig, würde ich sagen, ganz schwierig. So, wie sieht's hier so aus? 8.475 sagen gerade ab, aber wir haben eine Riesenstadt von 142.000. Das ist nicht ganz schlecht, ne? Aber soweit sieht's doch ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, hier ist auch Kriminalitätsrate hoch und diesen Monorails sind da dann jetzt mit der Kriminalitätsrate ziemlich stark hochgegangen. Da kommt gerade einer und dann können wir den mal angucken. Nee, das ist jetzt doof. Jetzt kriegen wir den. Der hat 7 Passagiere dabei. Gehen wir mal auf die Linie. 4, 8, hier sind schon mal 17 drin. Also die Zahlen wachsen. Das ist schon mal gut. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mal beobachten. Da waren gerade welche ausgestiegen. Jetzt sind da nicht mehr 17 drin. Aber so wie das aussieht, entwickelt sich das, denke ich mal. Es ist ja natürlich jetzt noch ein Zusatzgeschäft, ist klar. Aber auf Dauer wird das schon werden, würde ich sagen. Es ist zu überlegen, ja, was haben wir für einen Takt? Das ist 12,8 Kilometer, welchen die Passagiere 18, keine Touristen. Wenn man das jetzt wüsste, wie der Takt ist, der da läuft. Machen wir das Budgetfenster auf und dann gucken wir uns mal den Nahverkehr an. Wird der hier überhaupt angezeigt? Also, das ist die Monorail. Einnahmen 60, Ausgaben 2600. Ja, da muss man mal gucken, dass das besser wird. Aber das ist ja relativ frisch, ne? Muss man ganz klar sagen. Irgendwann wird dann auch vielleicht das hier weniger werden, wenn wir da parallel so eine Linie haben. 3, 14, 7, 8, 5, 1, 2, 3. 2, 5, 0, 3, 0, 1. Es stehen ja schon mal welche an den Bahnhöfen. Das wird schon werden, denke ich mal. Gut, dann würde ich aber sagen, soll's für die Folge erst reichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gibt, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, könnt ihr auch einen Daumen hoch geben.
Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.